Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Die Raumenergie ist ja etwas, was viele fasziniert, aber wenige was mit anfangen können. Und dass man es tatsächlich heute schon nutzen kann, dafür habe ich jemanden da, der einen Nutzen, der gerade Häuslebauer und Hausbesitzer vielleicht interessieren könnte, entwickelt hat und ein Gerät vorstellen will, womit man zum Beispiel einen zu feuchten Keller entfeuchten kann und so weiter. Aber Wilhelm Mohorn ist bei mir, aus Österreich kommst du, und vielleicht stellst du dich erstmal vor, was bist du? Du bist, glaube ich, Entwickler, Erfinder und sehr vielseitig auch. Vielleicht stellst du dich mal selber vor. Ja, gerne. Ja, also ich habe 41 Maschinenbau studiert, komme aus dem Maschinenbau und habe aber schon sehr viel mit alternativen Energien in der Zeit, wo ich studiert habe, einfach mit beschäftigt oder die Nutzung auch der alternativen Energie. Und 1983 habe ich den ersten Prototyp dieses Systems gehabt, weil ich ein Problem gehabt habe in meinem Keller. Ich war früher aus eigenem Interesse. Ja. Ich hatte ein Schlagzeug, das zum Rosten begann, als alter Drummer. Das ist nicht so schön. Ne? Ja, das ist nicht so schön. Ja, wir haben mich fürchterlich geärgert drüber und habe dann einfach nachgedacht, wie man das lösen kann, um eine universale Energiequelle zu nutzen. Damals natürlich noch keine Idee gehabt, genau wie, was, wann, aber einfach so die Vision gehabt, eine überall vorhandene Energiequelle zu nutzen. Und habe den ersten Prototyp gebaut und habe ein paar Versuche gemacht, 2 Jahre lang Versuche gemacht an mehreren Objekten. Und es hat soweit funktioniert und dann habe ich das Unternehmen Akapol 1985 gegründet. Okay, wir kommen gleich auf das Gerät selber mal zu sprechen. Ja. Also Raumenergie, da verbinde ich jetzt Tesla mit Nikola Tesla. Absolut. Wie siehst du denn die Zukunft der Raumenergie? Kommt da was oder was ist da noch zu erwarten? Ich meine, das ist ja jetzt etwas natürlich, was man nutzen kann, aber das gibt ja sicherlich noch ganz andere Anwendungen. Ja, absolut. Ich möchte kurz ein Zitat vielleicht zitieren vom Tesla, weil für mich ist Nikola Tesla eigentlich das Vorbild schlechthin in der Raumenergie, weil er ja schon 1897 darüber gesprochen hat, nämlich er hat damals gesagt, ehe viele Generationen vergehen, werden unsere Maschinen durch eine Kraft angetrieben werden, die an jedem Punkt des Universums verfügbar ist. Diese Idee ist nicht neu, wir finden sie auch in den herrlichen Mythen des Antaeus, der Energie aus der Erde ableitet. Und finden sie auch in den feinen Spekulationen eines der glanzvollsten Mathematiker. Überall im Weltraum ist Energie. Ist diese Energie statisch oder kinetisch? Wenn statisch, werden unsere Hoffnungen vergeblich sein. Wenn kinetisch, also bewegend, und wir wissen, dass dem sicherlich so ist, dann ist es nur eine Frage der Zeit, dass die Menschheit ihre Energietechnik erfolgreich an das eigentliche Räderwerk der Natur angeschlossen haben wird. Bitte, das war 1891. Aber er hat ja gesprochen von ein paar Generationen, das heißt, die so haben wir jetzt es. Eigentlich schon. Die haben wir schon langsam, ja. Ich würde einmal sagen, es ist vielleicht eines davon. Tesla hat ja, was nicht, das weißt du ja, ne? Der hat ja Auto, der hat ja 1931 den Pierce Arrow gefahren mit Raumenergie. Ja. Also er war der Erste eigentlich, der es bewiesen hat, dass man diese kostenlose Energie aus dem Kosmos zum Nulltarif einfach, dass man verwenden kann. Es ist erstaunlich, dass er das, was wir das heute nicht alle nutzen, das ist natürlich, sind Interessen hinter, die wahrscheinlich das nicht wollen. Aber er hat es ja schon im Grunde angesprochen, dass das also wirklich eine Zeit lang braucht, ein paar Generationen, bis es sich durchsetzen würde. Aber erzähl du doch mal vielleicht aus deinem Verständnis, was ist denn Raumenergie? Also wie muss man sich das vorstellen? Hier im Raum ist eine Energie, ja, die aber das ist wahrscheinlich ein bisschen laienhaft dargestellt. Ja. Okay, man muss sich vorstellen, einfach die Raumenergie, so wie es der Name schon sagt, füllt das gesamte Universum aus. Also jetzt nicht nur den luftleeren Raum, wo der Äther zu finden ist, ja, wo man den Äther noch immer hineingepackt hat, oder die Nullpunktenergie, sondern den gesamten Raum, auch die Materie, sprich auch die Erde, auch die Sonne, auch den Mond, also alle Planeten sozusagen, füllt diese Energie aus, ne, und wandelt sich in die verschiedensten Energieformen um, die wir dann wieder messen können oder spüren können. Ne? Also das heißt, da gibt es jede Menge Manifestationen dieser Raumenergie. Was sagt denn die klassische Wissenschaft dazu? Oder die NASA, gibt es da irgendwas, dass die mal... Die NASA? Das ist eine gute Frage. Hast du mal was vorbereitet? Ich habe was vorbereitet natürlich, ja, weil die NASA, nachdem Tesla das 1891 von sich gegeben hat, ist die NASA 2005
Also ein bisschen mehr als 100 Jahre hat es gebraucht, bis die Forscher von der NASA in den NASA News 2005 folgendes Zitat gebracht haben, nämlich, sie sagen, die Nullpunktenergie, das ist einfach ein anderer Name für Raumenergie, ja. Ist ein potenziell unerschöpfliches Meer an unsichtbarer und äußerst kraftvoller Energie. Mhm. Also die bestätigen das, ist das 2005. Kann man es sehen? Naja, das ist so ein... Okay, die Energie der Zukunft, sagen die. Genau. Also da sehen wir jetzt gleich im Hintergrund jetzt auch schon dein Gerät. Mhm. Kannst du mal sagen, was da jetzt passiert? Ich meine, es sieht ein bisschen utopisch aus, mhm. ein bisschen Science-Fiction-mäßig. Mhm. Aber was macht es? Was passiert da mit diesen... Sind das Antennen? Ja, es ist im Prinzip sind's ganz bestimmte Antennenkonstruktionen. Mhm. Die auch als Antennen wirken, und zwar einerseits für ein bestimmtes Erdfeld, das sieht man dann in Filmen sehr gut. Ja. Okay, ich würde das auch in Filmen dann kurz erklären. Ja, okay. Es wäre leicht, den Film das zu erklären. Ja, dann zeigen wir den gleich. Aber ja. Ich würde sagen, das war gescheiter mit den Computeranimationen dann zu erklären. Ah, okay, dann bleiben wir mal. Wo ich dann dazu spreche, weißt du? Alles klar, dann wird es vielleicht klarer. Also ja, dann zeigen wir jetzt mal den Film. So, das ist Ackerbohrsystem und das empfängt vom Boden eine bestimmte Bodenenergie. Das nennt man den Ansaugraum mit einer ganz bestimmten Eigenschaft. Und dann würde es an diesen Wirkraum diese Energie abgeben. In Wirklichkeit ist aber dieser Wirkraum viel, viel größer, als es theoretisch sein darf, so wie Sie es im Bild sehen. Und jeder Physiker fragt sich, woher kommt jetzt dieser zusätzliche Wirkraum? Wieso ist das um einen Faktor 1000 in etwa größer oder noch größer? Ja, also das lässt sich einfach nicht erklären von der Energiebilanz her. Und die Antwort ist einfach, es fließt von oben freie Energie oder Raumenergie ein. Also vermehrt ein und verstärkt sozusagen dieses Wirkfeld. Und das haben wir in Graz 1992 anhand eines Versuches, konnten wir das auch bestätigen, dass von oben tatsächlich Energie zufließt. Man sieht es hier in 3D, oben immer dieser Trichtereffekt, genauso wie unten, also im unteren Energieansaugbereich, fließt also von oben, wie gesagt, der Trichter zu. Okay, das war jetzt sehr grafisch gut dargestellt. Also sind ja Sachen, die wir nicht sehen können. Ja. Also es wird eine Wirkkraft sozusagen verstärkt dadurch, durch diese Anordnung? Genau, durch diese Anordnung wird eine Wirkung eines natürlichen Erdfeldes, das sich das System bedient, wesentlich verstärkt. Also man kann sagen, die Raumenergie dient in dem Fall als Verstärker, nicht als wesentlicher Verstärker. Und das System wandelt diese Raumenergie, die an und für sich neutraler Natur ist, also das heißt, die ist nicht gebunden an irgendeine Energieform, aber durch diese Materie, durch dieses Gerät, bindet es sich in ein gravimagnetisches, also wechselt es oder wird es in ein gravimagnetisches Feld umgewandelt, das ähnlich ist einem elektromagnetischen Feld. Sehr ähnlich, aber nicht gleich. Und wie kommt jetzt dieser Effekt zustande auf die Feuchtigkeit im Keller? Also du nutzt es ja, oder Aquapol bietet es an, wenn jemand Feuchtigkeit im Keller hat, das ist für viele ein Problem, da hat man ja Schimmel und ne, dann kann ein ganzes Haus quasi ruinieren oder wirklich teure Entfeuchtungsmethoden verursachen. Und was passiert jetzt hier mit der Feuchtigkeit und mit Wasser? Ja. Ja, eigentlich von der Wirkung her, laut der Arbeitshypothese 1992, bewirkt es, dass durch dieses Feld, durch dieses rechtsdrehende Feld, dass es die Wassermoleküle oder die Feuchtigkeitsmoleküle oder einfach diese Clusters, die da entstehen im Mauerwerk, umorientiert. Das heißt, es gibt also eine Art Umpolung, eine Umorientierung oder Umorientierungspolarisation. Und dadurch wandert die Feuchtigkeit im Mauerwerk nach unten und dann hat das System die Funktion, dass es auch unten hält. Also es hat zwei Funktionen. Das ist einfach die Trockenlegung von aufsteigender Feuchtigkeit. Das ist wichtig, weil es gibt noch andere Arten von Feuchtigkeit. Ach so. Ja. Okay. Und dann die Trockenhaltung, also dass vom Boden her nichts mehr nachkommt.
Okay, also ohne dass es jetzt schneiden muss, das Mauerwerk, oder Chemie injizieren muss. Also es ist die aufsteigende Feuchtigkeit, die wird, also das hat ja dann schon was mit der Gravitation zu tun, oder wie? Ja, oder? Die Gravitation spielt eine Rolle, aber das ist es nicht alleinig. Und wie du da drauf gekommen bist, war das Intuition oder? Experimente und dann einfach Visionen gehabt und dann einfach drauf losgeforscht. Ja, und es funktioniert. Also ja. Aquapool, wie gesagt, bietet das an. Gibt es da ein Vertriebssystem? Wie kommt man da ran? Da gibt es sicherlich auch Möglichkeiten, und ganz viele Leute, die vielleicht einen Bedarf hätten. Wie kommt man an die ran? Ganz einfach, indem man auf die Website dann geht, Aquapool, also www.aquapool.de oder AT oder Schweiz, je nachdem. Da kann man sich genügend informieren. Es gibt sehr viele Zusatzinformationen, für was anwendbar ist, für was es nicht anwendbar ist. Weil, wie gesagt, das System kann nicht alles an Feuchtigkeit bei einem Haus handhaben. Also es gibt wirklich 12 verschiedene Arten von Feuchtigkeit oder Ursachen, also wesentliche Ursachen. Und das System kann nur eines voll handhaben und 2, 3 ein bisschen und die anderen überhaupt nicht. Aber da, wo es dann passt, da bewirkt es auch. Da gibt es ja auch Zeugenaussagen oder Statements. Ihr habt ein Video auf der Seite, auch Videos von Leuten, die eben solche Probleme, Fälle hatten am Keller. Genau. Und wo das dann gelöst wurde. Mhm. Und einer hat, glaube ich, beschrieben, er hätte eigentlich sonst normalerweise sehr viel Geld dafür investieren müssen, das Haus zu sanieren oder den Keller zu sanieren und trocken zu kriegen. Mhm. Wie ist das im Verhältnis, kann man das sagen? Ja, man kann schon sagen ungefähr. Das Verhältnis wird ungefähr liegen von 1 zu 5 bis 1 zu 10. Aha. Also das heißt konventionelle Systeme, Methoden. Mit der Sanierung, die ja dann noch kommt, noch extra kommt, also sprich der Putz, wenn ein Putz zum Beispiel extrem alt ist, dann ist er oft schon sehr versalzen. Ja, und der muss weg. Also das heißt, der Mauerwerk kann dahinter in der Regel nie komplett austrocknen oder oft gar nicht austrocknen, wenn der versalzene Putz noch drauf ist, wo man die Kristalle sieht und so weiter. Ne? Aber zumindest das grundsätzliche Problem nicht, die Feuchtigkeit in den Stein, das kriegt man dann damit weg. Genau. Warum gibt es jetzt nicht schon viele solche Angebote? Wird das kopiert oder kapiert es keiner? Oder? Na, kopiert, ich meine, es gibt immer wieder Leute, die versuchen, das irgendwie anders zu machen oder in Form zu kopieren. Aber in dem Moment, wenn man von einer idealen Antenne, ich bin ein bisschen ein Antennentechniker, wenn man von der idealen Antenne abweicht, dann ist der Wirkungsgrad immer schlechter und immer schlechter. Mhm. Und wenn es jemand zu kopieren versucht, dann habe ich mal einen Schlawittl, weil ich habe das System patentiert und dementsprechend ist auch der Patentschutz drauf. Es gibt ja einen sehr schönen Film, ich glaube, den magst du auch, Thrive, der sehr schön darstellt, die Raumenergie, die Wirbel und den Torus als Form, wie die Energien fließen. Mhm. Kommt das hier auch zum Tragen? Ja, es ist, man sieht ja, hat es im Film vorher gesehen, es entsteht der Torus, nur ist der Torus sehr, sehr breit, der geht sehr in die Breite. Mhm. Ja, nicht so wie beim Erdmagnetfeld, wo der Torus relativ klein ist, ne? Also nicht sehr ausgedehnt, sondern bei uns ist der Torus extrem breit, extrem groß. Ne? Kann man das irgendwie messen, was da passiert, oder ist das einfach nur die Wirkung, die man hat? Ohne es gibt verschiedene Parameter, physikalische und chemische, wo man das messen kann. Am leichtesten kann man es messen am Mauerwerk an der Feuchtigkeit. Mhm. Ja? Und das ist sozusagen der Hauptbeweis, dass das Ding überhaupt was tut. Also wenn ich jetzt hier einen trockenen Hals kriege, dann hat das auch damit zu tun, oder? Weiß ich nicht, probieren wir es einmal. Also, schauen wir mal, Brust. Trinken wir mal ein Wässerchen drauf, genau. Aber das ist eine Methode, eben natürlich die Wirkung festzustellen. Sonst Messmethoden gibt es nicht, um die Raumenergie irgendwie zu messen? Die Raumenergie selber wird man nie messen können, weil sie ja frei ist, weil das eine freie Energie ist, nicht nur jetzt in Form von kostenlos frei, sondern weil sie an keine Energieform gebunden ist. Das ist eben das, was die Physiker nicht verstehen, wo die Physik aussteigt. Ja? Sie kann nur durch Materie sich manifestiert machen. Ja. Sprich, die Erde wächst jedes Jahr um 10 bis 20 Zentimeter. Mhm. Ist eine Manifestation der Raumenergie. Das heißt, Raumenergie wandelt sich zum geringen Teil in Masse um. Mhm. Ja? Ein anderes Phänomen ist das Erdmagnetfeld. Das entsteht nicht durch den Eisenkern,
und durch irgendwelche Magnete da drinnen, sondern weil sie die Erde dreht. Das ist ein gyromagnetischer Effekt, was ein Schweizer schon entdeckt hat vor einigen Jahren. Nur liest man es heute noch nicht im Schulbuch. Ja? Aber der hat das schon entdeckt. Aber das macht Sinn. Ne? Ja? Also durch die Drehung bedingt, da fließt oben und unten, man hat diesen Torus. Ja. Und es fließt oben und unten vom Erd diese Raumenergie zu und hält diesen Drehimpuls der Erde aufrecht. Und durch dieses Aufrechterhalten der Drehung ist ja das Erdmagnetfeld. Mhm. Das ist ganz simpel. Mhm. Und so entstehen die verschiedensten anderen Energieformen, wie auch die Gravitation, die Schwerkraft der Erde. Gibt es 99 Theorien. Ja. Mit der freien Energie gibt es die 100. Theorie. Aber man sieht schon, wie die Wissenschaft damit kämpft, einfach gewisse Dinge zu erklären. Ne? Genau, dann gibt es natürlich die Kritiker, die immer sagen, was wir nicht kennen und das kann nicht funktionieren, weil es darf nicht sein nach unseren Theorien. Das ist wahrscheinlich, da hast du ja wahrscheinlich auch mit zu kämpfen, dass viele sagen, eben das kann gar nicht sein. Ja, natürlich. Mir fällt zu dem Thema immer ein Schweizer Professor von der ETH Zürich, die sind so die typischen Schreibtischtäter, so bezeichnet diese, der einfach sagt, aufgrund der Theorie kann es nicht funktionieren und Ende. Ja, das war so ungefähr so, wie damals die Gebrüder Wright geflogen sind das erste Mal und der italienische Professor hat immer behauptet, die Lügen, die machen Betrug, das stimmt nicht. Ja, das kann nicht sein. Kann nicht sein, weil er die aerodynamischen Grundgesetze nicht gekannt hat damals. Und das spielt sich aber heute noch immer ab. Nur gibt es natürlich heute schon ein bisschen mehr Wissen als vor 150 Jahren oder vor 100 Jahren. Aber es gibt heute noch immer sogenannte Wissenschaftler, die eigentlich Wissen schaffen sollten. Ja. Dafür sind Wissenschaftler da. Wenn sie das auf der Zunge zeigen. Offen für Neues sein. Ne? Die müssen offen für Neues sein. Die müssen schauen, dass sie Phänomene, die da sind, eigentlich versuchen, um mitzuhelfen, zu erklären. Das ist eigentlich der Job eines Wissenschaftlers. Zumal wie gesagt, ganz vieles noch nicht abschließend geklärt ist. Sie tun aber immer so, als wenn alles klar ist. Und wir wissen, dass aber nicht alles klar ist. Ja, weil sonst könnte das Internet funktionieren und über 50.000-fach in Europa und in Südafrika zu ihren Erfolg kommen. Ne? Es ist doch schon so eine Verbreitung. Ja, über 20 Länder momentan. Ja, ja. Südafrika, USA, Kanada, Australien. Okay, also sind die Leute scheinbar nicht so verbockt und sagen, das kann nicht, sondern sie probieren es aus. Natürlich, weil zählen tun die Resultate, das ist das Um und Auf. Na ja, klar, wenn man das Problem hat eben mit der Feuchtigkeit und das kann ja, wie gesagt, für ein Gebäude sehr, sehr dramatisch sein und wenn es da eine Lösung gibt. Also da habt ihr wirklich schon zigtausendfach, sagst du? Über knapp 50.000 in die 27 Jahre jetzt. 50.000 Generatoren. Es gibt kleinere, gerade das ist der Turbo da, also das ist schon ein bisschen ein größeres System. Da macht man 500 bis 1000 Quadratmeter verbaute Grundfläche. Das heißt, ein kleines Schlösschen. Ja. Stellst du einen Keller irgendwo? Nein, Keller nicht, sondern Schlösser haben nicht immer Keller. Man schaut, wenn ein Keller vorhanden ist, dann im Keller, aber sonst Erdgeschoss. Mhm. Hängt man es einfach Erdgeschoss auf. Also an die Decke. Gehst du dann auch immer hin und guckst dir das Objekt an? Oder? Na, immer. Es muss immer von einem Fachberater sich angeschaut werden, ob Symptome von aufsteigender Feuchtigkeit da sind und ob andere Arten auch da sind, weil der Kunde muss beraten werden. Ja. Ja? Und dann, wenn das eindeutig ist, dann kommt jetzt der Techniker und braucht so 6 bis 10 Stunden, bis er so eine Montage durchführt. Mit den gesamten Messungen, mit der Gerätemontage, mit der Besprechung der begleitenden Maßnahmen und so weiter. Aber was messt ihr denn? Du hast ja eben gesagt, also man kann Raumenergie nicht messen. Ist das jetzt die feuchte Messung oder was? Genau, er macht eine mauerwerksdiagnostische Untersuchung. Mhm. Ja? Wo er verschiedenes, wo er Salze misst, wo er pH-Unterschiede misst im Mauerwerk, die Feuchtigkeit natürlich, die absolute Feuchtigkeit. Mhm. Ja? Und da gibt es also eine relativ simple Methode, wissenschaftlich akzeptable Methode, wie man das messen kann. Und das werden wir jetzt im Film vielleicht ganz kurz anschauen, weil damit der Zuseher sieht, wie einfach ist es eigentlich, den Feuchtigkeitsgehalt im Mauerwerk festzustellen. Okay, da gucken wir mal das Video. Wirksamkeitsnachweis eines seriösen Mauertrockenlegungssystems mittels einer wissenschaftlich anerkannten mauerfeuchte Messmethode.
Es gibt viele Methoden der Mauerentfeuchtung bzw. der Trockenlegung alter, feuchter Gebäude, deren waagrechte Feuchtesperren schadhaft sind, sodass Bodenfeuchte in die darüberliegenden Mauerteile aufsteigen kann. Die Animation zeigt Ihnen das Prinzip der zerstörerischen Bodenfeuchte. Dies sind nur einige der vielen Symptome von aufsteigender Feuchte. Wenn sich nun der Bauherr für eine Trockenlegungsmethode entscheidet, soll er unbedingt ein Unternehmen wählen, das auch einen Wirksamkeitsnachweis erbringt. Jedes seriöse Unternehmen in dieser Branche wird den Wirksamkeitsnachweis mittels Mauerfeuchtemessung vor und nach der Trockenlegung erbringen. Hierzu wird mit einem langsam drehenden Bohrer Bohrmehl aus der Mauer in mindestens 10 cm Tiefe entnommen. Der Handwärmetest zeigt, dass der Bohrer Handwärme nicht überschreitet. Hier der Beweis, die Bohrspitze bleibt unter 40 Grad, gemessen mit einem berührungslosen Thermometer. Bei Überschreitung der Temperatur erfolgt ein Bohrerwechsel zur Entnahme der Bohrprobe, um die erforderliche Messgenauigkeit zu bekommen. Das entnommene Bohrmehl wird mit einer hochpräzisen Waage abgewogen und mit dem sogenannten DAR-Verfahren, wie es in vielen Normen angegeben wird, in wenigen Minuten ausgetrocknet. Dieses jahrzehntelang erprobte Messgerät ist auch baustellentauglich. Am Ende erscheint der absolute Feuchtegehalt in Gewichtsprozent auf der Digitalanzeige. Dies ist heute die schnellste, zuverlässigste und transparenteste Methode der Mauerfeuchtemessung. Und vor allem, der Bauherr kann es vor Ort kontrollieren. Der Messwert sollte sofort mit anderen Daten von der Messstelle protokolliert werden. Auf diese Art werden am gesamten Gebäude, das trockengelegt werden soll, mehrere Messstellen vermessen und dokumentiert. Damit man bei den Nachmessungen wieder dieselben Bereiche zum Vergleich wählen kann, wird ein Grundrissplan mit den einzelnen Messpunkten erstellt. Bei den Nachmessungen wird der gleiche Messpunkt am Mauerbereich gewählt, um annähernd vergleichbare Messwerte zu bekommen. Das Bohrmaterial, die Bohrtiefe und so weiter sollte in etwa gleich sein wie bei den vorangegangenen Messungen. Protokoll führen gehört zu den Pflichten eines professionellen Mauerwerkdiagnostikers sowie auch andere Messungen wie beispielsweise der Versalzungsgrad der Mauern. Nun haben Sie als Bauherr einen Wirksamkeitsnachweis der Trockenlegungsmaßnahmen für Ihr Gebäude. Genauso sollte das jedes seriöse Unternehmen liefern. Bestehen Sie daher auf einen Wirksamkeitsnachweis durch Ihre Sanierungsfirma mittels der transparenten und wissenschaftlich anerkannten DAR-Methode. Es ist ganz gleich, welche Methode der Trockenlegung Ihre Sanierungsfirma anbietet. Durch eine lückenlose Dokumentation haben Sie gute Argumente und damit sind Sie bei Problemen immer auf der sicheren Seite. Gibt es denn da so eine Geld-Zurück-Garantie oder so, dass, dass wenn man auch sagt, das bringt gibt's jetzt, auch, hat ja nichts gebracht? Gibt's auch. Aber dann hat man falsch diagnostiziert sozusagen. Doch, wenn man falsch diagnostiziert, weil wir garantieren, dass das innerhalb von 3 Jahren trocken ist. Mit begleitenden Maßnahmen. Also manchmal geht es nicht ohne begleitende Maßnahmen, die der Kunde um sein Haus machen muss, wie zum Beispiel den Altputz entfernen, ja, versalzener, ja, oder den Zementputz, der komplett die Feuchtigkeit einsperrt, ja, also der es nicht rauslässt. Und das Ding hier, das funktioniert aber nur, da braucht man keinen Stromanschluss und nichts, das stellst du einfach so hin. Genau. Also wir zeigen es vielleicht nochmal, weil es einfach natürlich auch schön anzusehen ist, ne? Müsste man eigentlich im Schloss dann mitten auf dem Eingang irgendwo mitten reinstellen, oder? Ja. Also da wird kein Strom verbraucht und nichts? Nein, und gar nichts. Es wirkt einfach. Es kommt in ein Gehäuse hinein, damit es gegen den Elektrosmog von außen geschützt wird. Aha. Das wird nicht so frei aufgehängt, sondern es muss geschützt werden vom Elektrosmog. Aha. Das ist heute ja wahrscheinlich noch viel mehr ein Problem als vor. Absolut, also über 30 Jahren, ja, genau. Ja. Okay. Damals haben wir das nicht gehabt, aber heute ist es zwingend.
Aber es funktioniert trotzdem noch. Aber ihr müsst es quasi... Wir müssen es abschirmen. Wir müssen schützen vor dem E-Smog. Mhm. Ja, das wird wahrscheinlich auch immer größer, das Problem. Mhm. Also da wirkt es sich auch aus, ohne dass man es sieht. Genau. Okay. Genau. Also in dem Moment, wenn das System nicht gegen E-Smog geschützt wird, hat es zum Beispiel keine Wirkung oder kaum eine Wirkung. Tatsächlich, also ja. das merkt man. Weil es einfach elektromagnetisch mit dem Elektrosmog in Resonanz geht. Mhm. Und ich brauche es aber nicht im elektromagnetischen Spektrum als resonanzfähiges Teil, sondern in einem anderen Energiespektrum, in diesem sogenannten gravimagnetischen Energiespektrum. Wenn man sich jetzt weiter damit befassen will, wir können ja hier eigentlich immer nur anregen, sich da überhaupt nicht zu befassen. Ja. Du hast ein Buch geschrieben, oder? Ich habe ein Buch geschrieben. Aha. Genau. Ja, hast du das dabei, zufällig? Ja, ich habe es natürlich mitgenommen für unsere Zuschauer. Damit, genau, da ist auch Platz dafür geeignet, ein bisschen um den energiephysikalischen Aspekt. Das heißt, es ist ein bisschen mehr an die, an die Mitte, so, da siehst du es, genau. Ja. Angriffsziel Altbauten. Genau, Angriffsziel Altbauten. Da gibt es auch Teile darin, die den energiephysikalischen Aspekt abdecken. Es sind über 160 Grafiken, Bilder, also es ist sehr stark bebildert. Für Praktiker oder auch für Laien geschrieben. Also ich habe es nicht jetzt für Wissenschaftler geschrieben, sondern für Anwender, also die das anwenden wollen. Ja, klar. Und die auch die anderen Arten der Feuchtigkeit unterscheiden lernen können, damit sie nicht über den Tisch gezogen werden. Ganz einleuchtend. Ja, also es gibt befasst, die ganzen Regeln und so weiter sind da drinnen. Okay, und ihr habt ja die Seite Aquapol und aquapol-wissenschaft.com. Mhm. Genau. Ist das eigentlich noch mehr so, dass man sich da mit den Hintergründen mit befasst? Genau, also die ein bisschen mehr technisch wissen wollen oder wissenschaftlich ein bisschen mehr wissen wollen oder forschungsmäßig was wissen wollen, die können dort reingehen, dort gibt es Gutachten drinnen, dort gibt es also von Professor Lotz das Forschungsjournal drinnen, der bekannte Baubiologe in Deutschland, der leider schon verstorben ist. Da gibt es drinnen die Dissertationsarbeit von einem Denkmalschutz, eine Universität für Denkmalschutz, wo an vier Gebäuden, an vier Kirchen das gemessen wurde, ohne unser Zutun und so weiter. Also da sind mehr diese Informationen drinnen. Dann gibt es eine ganze Menge, ihr macht das ja auch, dass ihr eben eure Kunden sozusagen immer auch mal wieder vor die Kamera setzt und sagt, ihr sollt mal eine Aussage machen, wie das für sie war. Mhm. Wollen wir da mal vielleicht nochmal eins irgendwie einspielen, damit wir einfach auch mal nochmal ein Statement kriegen von jemand anderem als dir? Ja, natürlich. Aktuell das Berliner Ehepaar. Okay. Ja, wir wohnen in einem Gebäude, das 1910 errichtet worden ist. Jahre später, in den 80er Jahren, ist das mal in Wohnungseigentum umgewandelt worden. Und da fühlen wir uns eigentlich ganz wohl durch das Ambiente in einem Altbau. Keine Isolierungen an den Wänden oder so etwas, wie man es heute häufig hat. Das ist also eigentlich immer ein gutes Raumklima gewesen ursprünglich. Ist übrigens nicht unterkellert, dieses Haus. Und ja, wie war das mit dem Putz? Irgendwann blätterte das ja ab. Das haben wir dann auch innerhalb der Wohnung gemerkt, als wir dann mal den Schrank weggeräumt hatten. Ja, vor allen Dingen, wir haben ja renoviert und irgendwann ist festgestellt worden, dass da überhaupt keine Farbe mehr hält, weil die kam einem ja entgegen. Mhm. Ja. Und ich meine sogar, das ist ja der Putz, der auch runtergerieselt ist. Ja. Ich wollte vor allem dagegen etwas tun, dass man das auch nicht sieht, dass in einem Wohnbereich Putz großflächig abblättert oder Spuren von Feuchtigkeit da sind. Abgesehen davon ist natürlich in jedem Zusammenhang mit feuchtem Mauerwerk auch das Risiko, dass sich Schimmelpilze bilden. Und das ist ja nicht nur ein unangenehmer Geruch, auch wenn man ihn nicht ganz bewusst wahrgenommen hat, aber es ist eigentlich auch, so hört man doch, gelegentlich gesundheitsgefährdend. Und dagegen wollten wir auf jeden Fall etwas tun. Ja, also zur Bewältigung des Problems hatten wir uns ja mit verschiedenen Methoden schon mal befasst. Elektroosmose war ein Stichwort, aber eben auch die Injektage, die ja sehr weit verbreitet ist und die auch dann von einigen, die sich das hier angeguckt haben, vorgeschlagen worden war. Das geht allerdings dann mit ziemlichen Abgrabungen im Außenbereich einher und es ist eine sehr aufwendige Methode. Sehr kostenintensiv. Und mit Chemikalien hat es auch zu tun. Aber vor allem die Kosten, das war das schlagende Argument. Also zu Anfang ist eine Messung gemacht worden, als es noch nicht installiert war. Und da waren entsprechend hohe Feuchtigkeitswerte, die mit dem einhergingen, was wir ja festgestellt haben, mit abblätterndem Putz und so weiter.
Und das ist denn, nachdem die Installation durchgeführt worden war, mit einer Kontrollmessung überprüft worden. Und in der Tat war es sehr signifikant, wie stark das schon angeschlagen hatte. Nach einem Jahr und nach einem zweiten Jahr war es eigentlich so, dass man die auch optische Instandsetzung des Mauerwerks durchführen konnte. Die genaueste Methode, da haben ja auch andere Gutachter gesagt, die es dabei gibt, die ist angewandt worden, und dabei sind auch Nachbarn, wie die Interesse hatten, bei uns hier gewesen. Die haben also diese Erhebungsmethode genau in Augenschein genommen. Das war schon sehr interessant zu beobachten. Ja, es ist sogar signifikant gewesen, dass andere Leute bemerken, dass hier sich zum Beispiel das Raumklima verbessert hat. Eine lustige Geschichte war zum Beispiel unser Nachbar, der hier öfters mal reinkommt, weil er die Post reinlegt. Der hat uns dann völlig ungefragt mal einfach gesagt, ja, also es ist doch wirklich festzustellen, dass bei Ihnen das Raumklima wesentlich besser geworden ist. Es war vorher immer so ein Modergeruch. Und das konnten wir eigentlich nur bestätigen. Natürlich mit dem größeren Abstand, wie der Nachbar wahrscheinlich noch viel deutlicher war, als wenn wir hier jeden Tag drin sind. Aber nach einem längeren Aufenthalt irgendwo anders und dann eben eine Rückkehr in diese Wohnung, hatten wir eben schon häufig einfach das Gefühl und das Bedürfnis, die Fenster aufreißen zu müssen, weil wir hier wie in so einen Keller gekommen sind. Also es war schon sehr, sehr muffig, kann man nicht anders sagen. Und seitdem das Gerät installiert ist, ist es also ein Unterschied wie Tag und Nacht. Dadurch, dass es weniger Feuchte im Mauerwerk nun gibt, müssen wir auch jedenfalls in den kälteren Jahreszeiten nicht noch mehr dagegen anheizen, als es früher der Fall war. Also das spiegelt sich auch bei den Aufwendungen für die Heizung wieder, dass wir jetzt trockene Wände haben. Nun kann ich mir vorstellen, dass wenn man sich mit Raumenergie befasst, dass man dann auch mal Angriffe hat, weil das natürlich, wir haben es ja schon gesagt, Interessen gibt, die ja lieber was anderes verkaufen wollen als freie Energie. Mhm. Hast du da Erfahrungen mit Kritikern, die da ein bisschen massiver? Ja, natürlich. Kommen? Also in dem Moment, dadurch, dass es ja grenzwissenschaftlicher Bereich im Prinzip noch ist, weil ich ja noch auf einer Arbeitshypothese arbeite, gibt es natürlich jede Menge Angriffe. Und am größten sind die Angriffe, vor allem in Deutschland, durch den Deutschen Holz- und Bautenschutzverband. Ne? Das sind jene Mitglieder, die sozusagen mit diesen Injektagesystemen Mauerwerk trockenlegen. Ja? Also dass man das aufbaut, Chemie hineinspritzt. Ja? Und jetzt ist gerade die uns am meisten attackieren, machen nicht diesen Wirksamkeitsnachweis, den man vorher im Film gesehen hat. Mhm. Ja, statt das einfach ehrlich und sauber den Konsumenten mit einem Wirksamkeitsnachweis, deren Produkt verkaufen, nach einem Jahr noch eine Messung machen oder nach zwei Jahren noch eine Messung machen, machen sie nicht. Und sie verhindern auch definitiv eine Norm in Deutschland zu diesem Thema. Es gibt in Österreich die Norm, es gibt bereits in der Tschechei, es gibt es in Ungarn, es gibt es in der Slowakei. Mhm. In Deutschland wird es bis heute verhindert, dass eine Trockenlegung genormt wird. Und jetzt lese ich da ein Zitat vor, das vom Landgericht Köln bei einer Entscheidung einfach drin gestanden ist in dem Ding. Und da steht einfach, in dem vorgenannten Verein, das ist jetzt der Deutsche Holz- und Bauschutzverband, sind Mitglieder organisiert, die ebenfalls gewerbliche Mauertrockenlegung betreiben. Diese erfolgt unter anderem mit einem sogenannten Injektionsverfahren, das eine Wirksamkeit von 20-40% aufweist. Jetzt darf man sich zweimal fragen, warum wollen die diesen Wirksamkeitsnachweis nicht machen? Ja, ja. Warum verhindern die das? Warum attackieren die uns? Ja. Ja, also das ist der Hintergrund. Das heißt, die wissen genau, dass wir sehr erfolgreich sind und attackieren uns aus dem Grund. Und dann gibt es oft so Pseudo Experten, wie Professor Müller zum Beispiel aus Magdeburg, aus der Fachhochschule Magdeburg, der uns damals eingeladen hat zu einer Dissertationsarbeit für ungefähr 10 Jahre. Und dann haben wir ein paar Referenzobjekte gezeigt, und wie er dann gesehen hat, dass das Ding wirklich funktioniert, kam plötzlich eine Umkehr. Wir haben nicht gewusst, was ist los mit ihm. Aber beginnt er uns zu attackieren. Mhm. Ja? Mhm.
beginnt er uns zu attackieren, bis wir dann draufkommen sind, nach langer Recherche, dass er nicht nur in der Fachhochschule Magdeburg unterrichtet, sondern dass er auch ein Unternehmen hat mit einem Kompagnon, die auch Mauertruck-Legungen macht. So ein Zufall. So ein Zufall. Ja? Das war der Professor Müller. Oder dann gibt es einen Sachverständigen, Jürgen Weber, der behauptet zum Beispiel im Keller, nur wenn man den Putz abschlagt und eine B- und Entlüftung macht, dann ist der Keller trocken oder die Mauer trocken. Das ist so ein Schatz. Wie kann durch das allein nicht eine Mauerwerk trockenlegen? Wozu gibt es denn dann die horizontalen Trockenleger? Ja. Oder die vertikalen Trockenlegungsmethoden? Also, und das sind die Leute, die uns sozusagen versuchen, einfach schlecht zu machen. Ja. Aber offenbar sind da eigene Interessen hinter. Hast du noch ein immer. Beispiel auf deinem Zettel? Ich hab da einige Geschichten, einfach weil es gibt teilweise werden in den öffentlich-rechtlichen Sendern, werden teilweise solche Leute positioniert als Fachexperten, als Sachverständige. So kann man es immer geschickt machen. So kann man es sehr geschickt machen. Dann kommt ein Energieberater zu Wort, der in Wirklichkeit gar kein Sachverständiger ist und sie bezeichnen ihn als Sachverständigen. Mhm. Der hat kein einziges Mal eine mauerwerksdiagnostische Untersuchung durchgeführt, geschweige denn überhaupt ein Trockenlegungsprojekt jemals begleitet. Und sitzt aber in Hamburg beim Konsumentenschutz oder beim Verbraucherschutz. Mhm. Und sowas wird in der Öffentlichkeit im Prinzip den Zusehern als Fachexperten verkauft. Ja, gut. So wird das ja oft gemacht, dass man jemanden als Experten darstellt. Genau. Man braucht es ja nur so sagen, das ist ein Experte und das ist ein Laie. Man kann es immer treten, wie man will. Aber hier kann jeder seine eigenen Erfahrungen machen, man kann sich das angucken. Genau, selber anschauen, selber dabei zu sein. Wir haben ja auch diesen sogenannten Wirktest. Das heißt, innerhalb von einer halben Stunde verändert sich die Spannung im Mauerwerk, die wir messen. Vor der Montage und nach der Montage. Das heißt, jeder, der ein bisschen Elektrotechnik-Experte ist oder mit einem Multimeter umgehen kann, kann bei der Montage dabei sein und kann beobachten, wie dieses sogenannte Mauerpotenzial, so nennt man das in der Fachsprache, sich durch das System, durch die Montage unmittelbar später, eine halbe Stunde später, bereits reagiert. Super, also das kann man schon mal feststellen. Das will man noch mehr. Gut, sehr spannend. Nun, wie gesagt, das ist ein weites Feld mit der Raumenergie. Das ist sehr speziell und wie gesagt, kann vielen Leuten helfen, die dann Probleme im Keller oder sonst wo im Schloss haben. Ich habe kein Schloss, aber egal. Raumenergie ist ja sehr viel weiter und du befasst dich ja eben auch damit und hoffst auch, dass da noch ganz andere Dinge kommen. Wie siehst du nochmal zum Schluss vielleicht die Zukunft? Was kommt da noch auf uns zu? Sind da noch andere spannende Entwicklungen zu erwarten? Ja, also ich gehe schon davon aus, dass sie in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten einige Dinge durchsetzen werden. Also entweder es kommen Generatoren am Markt, die Wärme erzeugen werden, die Elektrizität erzeugen werden. Und je bekannter das wird, die ganze Geschichte, je mehr das in der Bevölkerung akzeptiert wird, so wie es ja der Gamble Foster in seinem Film Drive sehr gut erklärt, solange diese kritische Masse irgendwann einmal erreicht wird, dass das Volk das will, dann kann man es nicht mehr unterdrücken. Und es gibt ganz viele Entwicklungen. Also wir haben von dem Professor Turtur, Klaus Turtur, den haben wir hier und sind andere, die regelmäßig da auch an Entwicklungen sind und vieles natürlich noch klein gehalten wird, weil die eben auch, wenn sie jetzt hochkommen würden, möglicherweise noch platt gemacht würden. Aber langfristig lässt es sie nicht aufhalten, weil einfach das Bewusstsein sich da auch ändert und Medien wie wir hier zum Beispiel einfach auch zeigen und die Menschen dafür offen sind, dass da noch mehr sein muss als Verbrennungsmotoren, wie wir sie heute haben, oder Atomkraftwerke. Wir sehen da die Probleme im Moment auch, dass das keine Zukunft hat. Was kommt da noch? Gibt es da noch spannende Sachen, die so ein bisschen Science-Fiction-mäßig ist? Antigravitation oder sowas? Ich selber habe in einem Kongress in Ungarn damals gefilmt, einen Antigravitationstechnologie von einem jungen Physiker. Das zwar nur ein Modell war, aber es hat funktioniert. Die anwesenden Wissenschaftler, die alle da waren, die haben sich alle nur gewundert. Und sagte, wie ist das möglich, wie kann das sein, da gibt es keine Erklärung. Klar gibt es keine Erklärung, weil das ganze Gebiet der Antigravitation oder Elektrogravitation komplett unerforscht ist. Ja.
Da gibt's kein Physikbuch. Da gibt's kein Physikbuch zu diesem Thema. Und da wird sie, also in der Richtung bin ich sehr überzeugt, dass sie da noch einiges tun wird. Also sprich im Transportwesen, ne? Ja. Flugwesen, Transportwesen. Auch die Autos werden irgendwann einmal, ich hoffe, abgeschafft werden mit den Rädern. Die werden irgendwann einmal dahin gleiten. Ach. Ja, wird sicher schön kommen. Es wird vielleicht noch lang dauern, aber wenn man mal die Gravitation im Griff hat, die Antigravitationstechnik im Griff hat, dann brauche ich ja kaum mehr Energie, um diese Masse zu bewegen. Ja, richtig. Das ist der Schlüssel an der ganzen Geschichte. Und wenn ich die Energie dann noch anders erzeuge als mit einem Verbrennungsmotor, das ist ja ein ganz dringendes Problem bei den Umweltproblemen, die wir haben, da ist es, glaube ich, auch absehbar, dass da etwas ganz viele Entwicklungen kommen. Ne? Das kann ja auch, Raumenergie kann sich ja auf viele verschiedene Weisen als Magnetmotor, als natürlich, als, Wasserstofftechnologie, was, ja, genau. Da auch bei der Wasserstoff auch von den Stanley Meyer, der leider umgebracht haben, der ja bewiesen hat in seinem Buggy, ne, der mit hochfrequenten Impulsen das Wasser gespaltet hat. Ne? Also eine unbekannte Technologie. Ne? Bei Elektrolyse, mit Elektrolyse kennt man das aber, weil er hat es mit hochfrequenten Impulsen im Auto gespalten. Ja. Und ist damit gefahren und hat 3 Liter gebraucht auf 100 Kilometer. Und war knapp vor Vollendung, hat computermäßig hat das schon so getuned und komplett fertig gemacht und dann ist er eingeladen worden für eine Besprechung von 2 Herren. Am nächsten Tag ist eine Lebensmittelvergiftung da niedergelegen. Tja. Kann man im Internet nachschauen. Ja, kann man wirklich im Internet schlau machen. Ja, das hat noch eine Zeit lang funktioniert, aber ich denke, wir werden eine Zukunft haben, wo man nicht mehr alle umbringen kann, die sich mit sowas befassen. Das wird sich nicht aufhalten lassen, glaube ich auch. Und danke, dass du das mit uns geteilt hast und dass du da eben schon etwas Funktionierendes anbieten kannst, auch wenn es eben noch nicht so spektakulär ist, aber wie gesagt, in der Anwendung für die Betroffenen sicherlich eine große Hilfe. Ja, genau. Ist bestätigt da. Die Shaw Manning, vielleicht kann man ganz kurz diesen letzten Filmbeitrag noch einblenden. You were Shaw Manning, right? Have you seen in your experience, have you seen inventions, inventors, which are dealing with that, which are progressing with this kind of energy? I've seen prototypes, laboratory bench proof of principle prototypes. But your invention is the first that I've seen that's actually out on the market and actually doing things in the world commercially. At this time, it's the only one that's tapping into the background energy that I know of that's actually out there in the world. I'm just judging by the reaction of people who heard your talk today, it's inspiring to realize that, yes, somebody's already proven that what we're trying to do is possible because he's done it. So it's an inspiration, and it sets the goalpost a little farther for them to work harder to get their own technologies into the marketplace. Breakthrough power starts with the history of the non-conventional technologies, way back to Nikola Tesla and Victor Schauberger. Victor Schauberger's working with nature, as you do. And then it goes into some of the various varieties of breakthrough technologies being worked on today, and then some of the barriers keeping them from speeding as fast as they could, and then on to the way things could be and probably will be soon. Well, I'm obsessed with this field. I'm so fascinated by what's going on that there's a wealth of material to write about. So even though I'm retirement age, I can't see myself retiring. Authors never do. Ja, lieber Wilhelm Mohorn, also ich fand es sehr spannend und hoffe, dass sich da noch vieles tut. Und ich sag mal, zum Schluss zeigen wir nochmal das Gerät, weil es einfach auch natürlich sehr schön ist. Also vielen Dank, dass du da warst. Gerne.